guten Tag, liebe Leute. Wir stehen hier vor dem Rostocker Zoo. Die Rostocker Zoo GmbH, es ist eine gemeinnützige GmbH, verzeichnete im vergangenen Jahr rund 608.000 Besucherinnen und Besucher. In den 3 Jahren zuvor waren es um die 630.000 bis 640.000 Besucher. Das sind natürlich Zahlen, die über den Zustand eines Unternehmens, auch dieses Unternehmens, wenig bis gar nichts aussagen. Die NPD wollte mehr wissen und richtete deshalb an die Verwaltung einige kleine Anfragen. Die Antworten aus dem Rathaus liegen nunmehr vor. Wir wollen sie euch im Folgenden etwas näher vorstellen. Im Folgenden soll es um diese beiden kleinen Anfragen gehen. Anfragen der NPD zum Thema Zoologischer Garten Rostock GmbH. Im Falle des Rostocker Zoos handelt es sich um eine gemeinnützige GmbH. In der ersten Anfrage wollten wir wissen, unter anderem wissen, für welche gemeinnützigen Zwecke die Erträge des Unternehmens seit 2013 verwendet worden sind. Antwort von Herrn OB Roland Medling, Zitat: Der Zoo ist eine gemeinnützige Gesellschaft. Sämtliche Erträge der Gesellschaft werden entsprechend des Gesellschaftszwecks gemeinnützig verwendet. Findet ihr, dass diese Frage entsprechend beantwortet worden ist? Wir jedenfalls nicht. Und so hakten wir nochmals nach und fragten jetzt, für welche gemeinnützigen und/oder mildtätigen Zwecke im Sinne konkreter Projekte wurden die Erträge des Unternehmens seit 2013 verwendet. In der Antwort auf diese Frage wird auf die Antwort unter Punkt 3 der ersten von uns eingereichten Anfrage verwiesen. Wieder wurde die Anfrage nicht einmal im Ansatz beantwortet, woraus sich die Frage ergibt, bricht sich die Verwaltung einen Zacken aus der Krone, wenn sie uns die Projekte, die konkreten Verwendungszwecke nennt, für die Erträge dieser gemeinnützigen GmbH verwendet worden sind. Wir meinen nicht. Oder hat die Verwaltung etwa was zu verbergen? Zu den Schulden des Unternehmens. Die Verbindlichkeiten der Zoo GmbH beliefen sich in 2017 auf 6,9 Millionen Euro. 2013 und 2016 waren es auch schon 6,9 Millionen Euro. Woraus sich also irgendwo eine Verfestigung der Schulden ablesen lässt. Demgegenüber betrug die Liquidität aus Bankvermögen im vergangenen Jahr 817.000 Euro. Die Kaufleute unter Ihnen und euch mögen jetzt darüber urteilen, ob hier eine Diskrepanz vorliegt. Wir haben also auf der einen Seite 6,9 Millionen Euro Verbindlichkeiten, und auf der anderen Seite eben die Liquidität aus Bankvermögen, die nicht mal 1 Million Euro ausmacht. Dann zum Davineum. Das Davineum ist ja im Dezember 2012 eröffnet worden. Seinerzeit wurde dafür unter anderem ein Kredit in Höhe von 4,4 Millionen Euro gewährt. Zum Stichtag 31.12.2017 waren von diesem Kredit in Höhe von 4,4 Millionen rund 700.000 Euro abgetragen. Doch bleiben wir gleich beim Davineum. Der Bau des Davineums war ja nicht nur von großem Hurrageschrei, sondern auch von Bürgerprotesten begleitet. So ging es um die Abholzung eines Teils des Barnsdorfer Waldes zugunsten des Davineumsbaus, um die Verhinderung eines echten Bürgerdialogs und die Negierung von einigen tausend rechtsgültigen Protestunterschriften. Wir konfrontierten das Rathaus im Rahmen dieser Anfragen auch damit, zumal die Verwaltung und den Herrn OB ja immer wieder betont, wie wichtig hier ein echter Bürgerdialog sei, und bekamen zur Antwort, ich zitiere mal: Das Ansehen des Zoos ist mit der Eröffnung des Davineums nicht nur gestiegen, sondern strahlt weit über die Grenzen Mecklenburg-Vorpommerns hinaus. Bestätigt wird dies unter anderem durch die Wahl zum besten Zoo Europas in der Kategorie Römisch 2 aus dem Jahr 2014, Zitat Ende. Das mag also den einen oder anderen von Ihnen und euch so ein bisschen an die SED-Zeit erinnern, nicht?
Hurra, vorwärts zum so und so vierten Parteitag. Kombinat Walter Ulbricht hat den Plan um 40% übererfüllt. Naja, gut, gelernt ist gelernt. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass andere Fragen zufriedenstellend beantwortet worden sind. Es geht beispielsweise um die Einnahmen, es geht um die Erträge aus Konzerten, der Zoo veranstaltet ja auch Konzerte, um die Erträge aus Souvenirverkauf oder Pachteinnahmen aus Gastronomie oder um Einnahmen aus Sponsorengeldern. Diese Fragen wurden aus unserer Sicht zufriedenstellend beantwortet. Da, wo es aber knifflig wird, windet sich die Verwaltung wie der Aal in der Reuse. Um nicht falsch verstanden zu werden, uns geht es nicht darum, Ihnen und euch einen Besuch im Zoo zu vergällen. Uns geht es um Transparenz. Wir werden die Dokumente, also diese beiden kleinen Anfragen, zeitnah einscannen und auf unserer Facebook-Seite veröffentlichen. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre und eure Aufmerksamkeit und auf bald.